Ich würde es immer so beschreiben, dass meine Beziehung zu Gott ist so wie jede andere zwischenmenschliche Beziehung. Oh, das ist jetzt aber noch ein bisschen schöner als gedacht. Es gibt eine Menge Probleme in den jüdischen Gemeinden, in den Institutionen. Es gibt eine Menge Menschen, die das alles nicht so einfach sehen. Ja, ist ja auch ein großes Problem, wenn Menschen nicht in die Gemeinde gehen, weil sie sagen, ja gut, ich habe da dieses Buch, aber ich fühle mich da überhaupt nicht mit wohl. Herzlich willkommen zu BewegungsmelderInnen. In diesem Format spreche ich mit engagierten, interessanten Menschen über bedeutsame und aktuelle Bewegungen in ihrem Leben und in der Gesellschaft, immer bei einem Spaziergang durch Berlin. Mein Name ist Suki, ich bin Musikerin, Autorin, Aktivistin mit einem Herz für den Generationenaustausch. Heute treffe ich Helene Braun. Sie ist Vertreterin eines modernen feministischen Judentums, sie ist angehende Rabbinerin, sie ist Studentin der jüdischen Theologie und sie hat einen Verein mitgegründet, der heißt Keshet e.V., der ist von und für queere jüdische Menschen. Ich will herausfinden, was es bedeutet, 2022 gläubig zu sein und wie Helene Feminismus, Queersein und Jüdischsein in sich verbindet und auf welche Herausforderungen sie dabei stößt. Achtung, Achtung, ich schleiche mich an. Hallöchen, liebe Leni. Wir treffen uns heute, denn ich habe Gesprächsbedarf. Ich suche schon seit längerer Zeit nach einer Gelegenheit, mit dir mal in den Dialog treten zu dürfen. Heute haben wir die Gelegenheit. Wir sind mitten in Berlin-Marzahn. Es gibt viel Beton hier ringsherum, aber wir suchen das Weite und das Grüne in den Gärten der Welt. Und gleich zuerst würde ich sagen, verlassen wir nicht nur den Asphalt, wir verlassen auch den Erdboden und gehen kurz in die Lüfte, in die Gondel. Okay. Höhenthematik ist okay bei dir. Na dann, auf geht's. Jetzt hast du Thema in meinem Leben, das ich sonst eher nicht bespreche, weil ich immer nicht so richtig weiß, mit wem, weil ich nicht sehr viele religiöse Menschen in meinem Umfeld habe. Ich weiß nicht, vielleicht romantisiere ich das auch total, ja, aber ich habe oft erlebt, dass Leute, die wirklich religiös sind, die glauben, einfach so eine bestimmte Dimension in ihrem Leben haben, die mir total fremd ist und ich mir das aber, ich so darüber fantasiere, wie ist das so, diesen Ankerpunkt zu haben, einfach zu wissen, es gibt Gott in meinem Leben und ich kann mich dahin wenden. Ich würde es immer so beschreiben, dass meine Beziehung zu Gott ist so wie jede andere zwischenmenschliche Beziehung. Also man hat ja auch Beziehungen mit seinen Familienmitgliedern oder in Freundschaften hat man ja auch Beziehungen. Und die sind ja vor allem nicht immer gleichbleibend, sondern die sind mal gut, die sind mal schlecht, die sind mal mehr präsent und mal weniger präsent. Und man ist auch mal zornig und wütend, man fühlt sich mal verlassen. Aber manchmal ist es eben auch da und gibt einem sehr, sehr viel. Gab es trotzdem Momente, wo du irgendwie da an deine Grenzen kommst oder so Unvereinbarkeiten erlebt hast in Bezug auf feministisch, weiblich, queer, jüdisch sein? Also ich kriege natürlich schon Gegenwind, aber ich versuche das einfach nicht an mich heranzulassen, weil es mich ja nicht weiterbringt. Und mich so stark zu machen mit den Menschen, auf die ich zählen kann, wo ich weiß, dass die hinter mir stehen. So, jetzt bist du ja nicht einfach nur so queer und jüdisch und praktizierst und bist gläubig und alle diese Dinge, sondern du bewegst dich ja auch quasi in Institutionen. Du wirst Rabbinerin. Gibt es da schon so eine Sorge, dass da auch irgendwie ja, Backlashes passieren oder dass Leute damit nicht einverstanden sind? Es gibt eine Menge Probleme in den jüdischen Gemeinden, in den Institutionen. Es gibt eine Menge Menschen, die das alles nicht so einfach sehen und für die das alles nicht so einfach alles zusammenpasst und zusammengehört. Dafür gibt es ja auch unter anderem den queer-jüdischen Verein Keshet, den ich ja auch mitbegründet habe damals, um eben genau auf diese Problematiken aufmerksam zu machen. Ich glaube, in vielen, gerade jüngeren Vereinen und Institutionen gibt es jetzt aber auch viel Diskurs und Debatte und es wird viel daran gearbeitet. Alles, was ich so persönlich abbekomme, versuche ich eben nicht an mich heranzulassen. Ich bin eben nur eine von den Personen, die
das in der Öffentlichkeit vielleicht auch zeigt, wo dann doch die ein oder andere zu mir findet. Und das ist dann eben die schöne Seite davon. Jetzt kriegen wir wieder Boden unter den Füßen. Wie von Zauberhand. Tada! Leni, darf ich deine Tasche mitnehmen? Ich glaube, die brauchst du noch. Ich habe in einem Interview rausgehört, als du gefragt wurdest, welche drei Dinge dir wichtig wären zu predigen, dass du Nachhaltigkeit, Feminismus und Queerness predigen wollen würdest oder dir das vornimmst, dass das ein Ziel für dich ist. So. Queerness kenne ich, über Queerness aufklären kenne ich auch, mache ich auch. Was bedeutet aber Queerness predigen? Wir haben ja die Tora, ne? Die große Rolle, wo die 5 Bücher Mose drin sind. Und die wird einmal im Jahr komplett durchgelesen. Das heißt, jede Woche lesen wir einen kleinen Teil davon. Und dann kann ich das ja verknüpfen mit, was eben gerade in der Welt passiert. Über Corona war das dann zum Beispiel ja auch sehr oft Corona, wo man dann irgendwelche Parallelen zieht, wie es gerade den Menschen geht oder wo es vielleicht doch ähnliche Situationen schon mal gab. Und genauso bietet sich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle an, etwas Queeres, eine queere Thematik mit einzubinden. Habe ich aber bisher noch nicht so viel gemacht. Also wenn es einen Pride-Shabbat, also zum Beispiel wenn Shabbat-Veranstaltungen im Pride man machen, dann bietet es sich ja sehr an, etwas dafür herauszusuchen. Aber sonst schaue ich natürlich auch, wo steht die Gemeinde? Ja, mit wem habe ich es hier gerade zu tun? Muss ja auch ein bisschen reinfühlen, was sind das für Gemeindemitglieder? Womit kennen die sich aus? Und habe dann erstmal quasi einen Schritt in ein anderes Thema, nämlich in Feminismus gemacht und erstmal halt Frauenbilder mehr beleuchtet. Mhm. Genau, und mit dem Queeren, da musste ich dann noch ein bisschen mehr vorbereiten. Aber vielleicht war das dann noch eine schräge Vorstellung von mir, dass Queerness predigen heißt, zu sagen so, let's get proud, let's get queer. Das funktioniert natürlich nicht. Queerness ist nichts, was missioniert werden kann. Genau. Vielleicht ist es doch eher Aufklärung als Predigen im Sinn. Aber das ist auch vielleicht mein religiöses Verständnis. Wir predigen das jetzt. Queere Liebesbeziehung, auch in der Tora. Mhm. Oh, erzähl mir davon. Also es gibt Beziehungen zwischen zwei Frauen und es gibt auch, wo vielleicht der eine oder die andere sagen würde, da gab es auch eine Liebesbeziehung zwischen zwei Männern. Mhm. Und das eben dann doch auch immer wieder hervorzuheben. Und dann gibt es ja auch immer Leute, die neue Auslegungen und Interpretationen schreiben. Mhm. Gerade aus den USA kann man ja auch immer viel nehmen, weil es dort ja einfach viel mehr jüdische Menschen gibt, dementsprechend wird auch viel mehr erarbeitet und ja, das dann eben auch predigen. Wie sieht das dann in der Praxis konkret aus? Oder wie ist zum Beispiel dein Umgang mit so Sprachlichem? Weil das ist ja zum Beispiel in der deutschen Sprache, ja. Ist es ja sehr stark, also wenn wir jetzt Queerness nicht nur denken als Begehren, Sexualität, sondern wenn wir Queerness und Romantik, sondern Queerness auch denken als Geschlechtsidentitätsaspekt, ja, also in welcher Geschlechtlichkeit fühle ich mich zu Hause? Ist das auch etwas, was in der Tora auftaucht? Ist noch mal eine Ecke komplizierter. Also die hebräische Sprache ist sehr binär, quasi so in männliche und weibliche Formen gegendert. Mhm. So dass auch ein Du ist männlich oder weiblich. Mhm. Dann gibt es natürlich verschiedene Debatten. Zum einen, dass Gott ja eben auch immer mit männlichen Artikeln versehen ist. Was man ja auch erstmal so fragen könnte, wie man das denn so sieht. Also es ist sehr, sehr tricky und so haben wir es natürlich auch in allen Gebeten. Ne? Also alles, was in Gebeten und in Psalmen und in Liedern ist, ist eben schon sehr, sehr festgelegt. Aber auch da gibt es eine Entwicklung. Also auch in Israel gibt es eine Debatte und einen Diskurs, wie man mit der Sprache umgeht und wie diese Genderformen aussehen könnten. Das ist ja auch ein großes Problem, wenn Menschen nicht in die Gemeinde gehen, weil sie sagen, ja gut, ich habe da dieses Buch, aber ich fühle mich da überhaupt nicht mit wohl und ich sehe mich da überhaupt gar nicht. Dann bringt das ja auch Menschen vom Gebet weg, also ne, das gar nicht erst zu machen. So. In Israel ist gerade Schmita-Jahr. Das bedeutet quasi Schabbat-Jahr für die Pflanzen. Die lässt man in Frieden denn? Man darf sie pflücken, aber man darf sie nicht
nicht aktiv bearbeiten, halt nur alles nehmen, was halt da ist. Damit die Pflanzen auch ein Jahr Ruhe haben. Damit die Natur halt ein Jahr lang mal nicht bestimmt wird, Von sondern Menschen. Sich selbst bestimmt. Alle wie viele Jahre ist das so? Alle sieben. Wir haben alle sieben Tage, das Land hat alle sieben Jahre. Ach was, und im siebten Jahr ist dann Ruhe und das, was wächst, wächst und das, was nicht wächst, wächst nicht. In der Theorie, in der Praxis brauchen die Leute ja trotzdem was zu essen, verkaufen ihre Felder dann. Es gibt ja in Deutschland relativ starke Erwartungen daran, wie jüdische Leute sind, was Judentum bedeutet, was damit in Verbindung steht. Dazu gehört eben auch, dass man mit jüdischen Leuten gerne über Antisemitismus sprechen möchte, weil da die Betroffenheit liegt und man dann vermutet, irgendwie was Neues zu erfahren oder so. Aber andererseits seid ihr ja auch Expertin in eurer eigenen Lebenswelt, so wie alle Menschen Expertinnen in ihrer eigenen Lebenswelt sind. Es gibt offenkundig ein Antisemitismusproblem in Deutschland. Wir denken natürlich an Halle, Anschlag in Halle 2019. Wie gehst du damit um, wenn Menschen das Bedürfnis haben, so wie auch ich gerade, mit dir über Antisemitismus zu reden? Also im besten Fall höre ich das ja schon in der Anfrage, also dass jemand kommt und gerne mit mir über Antisemitismus sprechen würde. Ich spreche gerne über mein Judentum und ich erzähle auch gerne anderen Leuten was über das Judentum, auch gerne ein bisschen in so einer aufklärenden Rolle, wie was funktioniert, wie mein Alltag aussieht, was ich so mache, über mein Studium, auch persönliche Fragen, das ist alles kein Problem, aber dass ich keine Sprecherin und Expertin zum Thema Antisemitismus bin. Da gibt es auch einfach andere gute Leute. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass jede jüdische Person einfach nach ihren antisemitischen Erfahrungen befragt wird, die ja auch sehr, sehr traumatisch durchaus sein können. Nicht nur das, was mich interessiert, kommt hier zur Sprache, sondern wir haben auch in der Community rumgefragt, in der Sag-was-Community. Da gab es eine Stimme, die unbedingt wissen wollte, wie du die Repräsentation von Judentum oder jüdischen Communities in der Popkultur wahrnimmst. Und da kommen wir natürlich schnell auf die Serie Unorthodox. Beim Serie-Schauen finde ich einfach wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass das natürlich nicht jüdisches Leben repräsentiert, sondern eben auch nur einen ganz bestimmten Blickwinkel. Erstmal ja auch aus den USA und aus diesem Ausbruch dort und dann von einer ganz bestimmten Person, wie dann das Leben in Berlin ist. Solche Geschichten gibt es natürlich durchaus, aber es ist eben auf gar keinen Fall repräsentativ für das, so ist jüdisches Leben auf der Welt, ne, überhaupt nicht, sondern es gibt so viele Unterschiede. Es ist so bunt und divers und es ist auch wunderschön so. Das muss man einfach im Hinterkopf haben, weil das war dann so ein bisschen, was ich schon so durchgehört habe von vielen Menschen. Ja, ich habe jetzt die Serie geschaut und jetzt weiß ich, das ist das Judentum. Das ist natürlich Quatsch. Leni, vielen herzlichen Dank, dass du mit mir heute noch mal Zahlen gefahren bist. Wir hatten beide aus unterschiedlichen Richtungen lange Anreisen. Für mich hat es sich sehr gelohnt. Ich habe eine Menge gelernt. Danke fürs mich hineinlassen in deine Perspektive. Und vielleicht setzen wir es an anderer Stelle noch mal fort. Das würde mich sehr freuen. Und schöne Grüße an alle anderen Keshet-Members. Die riecht es aus. Danke dir. Es war richtig schön. Ich fand auch den Garten richtig schön, endlich mal zu sehen. Kommen wir noch mal her. Und ernten eine Zucchini. So, liebe Leute, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr seid in ähnlicher Weise bereichert wie ich. Das ist auf jeden Fall wieder mal der Beweis dafür, dass Austausch wichtig ist, dass wir miteinander sprechen. Deswegen ein großer Appell in die Welt. Sprecht miteinander über die Themen, die für euch von Bedeutung sind oder werden könnten. Sprecht zu euch selbst, mit euren Freundinnen, mit den Menschen, die euch umgeben. Sprecht zu Gott, sprecht in der Kommentarspalte. Der Austausch steht hier im Fokus. Sehr schön. So, dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal, wenn das nächste Gespräch gesucht wird. Bis dann. Ah ja, und auf Sag Was gibt es übrigens weitere Beiträge von sowohl queeren als auch jüdischen Stimmen. Klickt doch mal rein.